spürt meine Klinge. Das Dorf infiltrieren. Haben wir Medizin? Zufälligerweise? Irgendwo? Wir haben doch da eine Medizin angezeigt. Können Sie ausgewählte Objekte ins Inventar schnell ziehen? Ja. Kann ich denn hier auch irgendwie was wechseln? Medizin zum Beispiel? Ausgewählte Objekte ins Schnellinventar ziehen. Ja. Geht nicht. Oder wir haben noch keine Medizin. Warte mal, ich plündere mal kurz die drei. Aber wir haben doch schon Medizin gekriegt, oder habe ich das irgendwie verpasst? Giftvoll, muss ich nicht sekret. Giftvoll, Wurfmesser, bla. Giftvoll, keine Medizin. Das ist natürlich nicht so toll. So, fall mal hin. Ich brauch Mut Medizin. Oh, das ist ja cool. Früher war das einfacher. Ja, früher hast du auch nicht so geatmet. Oder wenn dann nur, wenn du was getragen hast. Ja, okay, man muss auch sagen, er ist verletzt, ne? Das darf man nicht außer Acht lassen. Oh, das hat ja super funktioniert. So. Geh mal hier hoch, da haben wir einen besseren Überblick. Ach so, er kann irgendwie nicht klettern oder was? Zu kaputt. Er ist einfach zu kaputt. Ah, jetzt sehen wir also auch die Wiege. Wie die so laufen. Wen erinnert er mich nur, Mann? Und nun stirbst du! Er passt hier an dich, Hasu! Scheiße! Da legst du die nieder, was? Ah, ideal, dass er gerade hier durchgelaufen ist. Können nicht klettern. Hier kommt der Tod. Das stimmt. Das hast du echt gut erkannt. Trotzdem hätte ich gerne Medizin. Das wäre mir definitiv lieber.
Arım. Öyle mi olacak? Kommt der hier lang? Nee. Derdimi anlamıyor kimse. Derdimi anlamıyor kimse. Da hinten ist wieder irgendwo eine Wache, die rumläuft. Tot? Und wir waren es nicht? Jetzt bin ich sauer. Wer von euch hat was gesehen? Wir müssen ja noch 5 aus einem Dingens killen. Aus einem Strohhaufen. Haben wir natürlich jetzt gemacht. Zumindest einen. Ah, der ist jetzt in die Richtung, okay. Das ist eine Umgewöhnung. Noch ein Fremd. Dass man jetzt nicht mehr mit I das A-Lauge aktiviert. Aber das werden wir schon hinkriegen. Kann es sein, dass du wirklich so tödlich bist, wie die Legende behauptet? Oder kommandiere ich ein Heer von Säufern mit Holzschwertern? Genau da lang, Ezio. Jetzt gibt es keinen Ausweg mehr. Nicht für mich und nicht für dich. Tötet das Schwein, bringt ihn um! So, und da habe ich doch schon was entdeckt. Bitte lass Medizin drin sein. Medizin! Ach, jetzt mit Q. Kann ich denn nicht... Oh. Ah. Das ist schon besser. Es ist also doch wieder auf 1. Ich brauche also Q nicht. Mit dem nächsten Pilger reden. So, okay. Wir können also jetzt endlich wieder auch klettern. Ja, können wir. Und wir sind schon wieder im Element. Und ich gewöhne mich gerade an das E. Das ist eigentlich ganz nice. Das ist eigentlich wirklich ganz nice, dass man jetzt mit E schießen kann. Muss ich schon sagen. Ist halt alles eine Gewöhnungssache und bei der nächsten Aufnahmesession werde ich wahrscheinlich wieder ein bisschen brauchen, bis ich das kapiere. Was? Aber es ist nice. An wen erinnert er mich nur? Nicht da. Komisch. Komm doch her. Nicht da oben zu mir. Hier runter. Sonst komme ich halt hoch. Was? Oh, das war Gift. Oder? Glaub ihr, das war Gift. Das haben wir jetzt irgendwie einfach gechanged. Ohne dass wir es wussten. Ach, das ist der da. So, jetzt würde ich gerne... Ja, ja, das ist okay. Kann ich irgendwie pfeifen oder sowas?
Ich weiß halt nicht, ob ich schon die 5 habe. Aber wahrscheinlich nicht. Oh, shit. Wo... Ah, hier oben. Dankeschön. Tja, da war da wohl zu wenig schnell, meine Freunde. Aber es ist noch nicht vorbei. Ich möchte noch nichts verschreien. Alter. Das war jetzt aber nicht nett. Einer deiner Leute einfach so runterzuhauen. Oh. Wie schwer kann es sein, dich zu töten, hä? Warum stirbst du nicht? Ich weiß nicht. Weil ich's kann. Aua. Ach so, hier kann ich jetzt... Warum kann ich mein Schwert nicht nehmen? Hörst du denn nie auf zu winseln? Aua. Das war brutal. Tja, der alte Hund hat doch noch Zähne. Das Buch, das ihr tragt, wo ist es? Niccolo Polos Tagebuch? Das wird dir nicht helfen. Nicht mehr. Wir haben schon einen der Massiv-Schlüssel gefunden. Und bald auch die restlichen. Was in der Bibliothek ist, ist nicht für euch und nicht für die Templer. Behalte Alter Ias Bücher, Enzo. Wir suchen nur Orientierung. Wir suchen nur Hinweise zum Standort des großen Tempels. Des großen Tempels? Erzählt mir mehr. Los. Requiescat in pace, bastardo. Eiskalt serviert. Erfolg. Dieser Apfel, er ist wirklich ein bemerkenswertes Stück. Hier, das Material. Hart wie Stahl und doch leicht. Willst du wirklich mit dem Ding herumspielen? Jawohl, das will ich unbedingt. Ich habe lange darauf gewartet, einen in die Finger zu bekommen. Okay, du machst mich echt nervös, Bill. Keine Sorge. Ich glaube, ich habe nicht die richtigen Gene, um ihn zu benutzen. Oh, aber Desmond schon, glaubst du? Was war das denn gerade? Du hast rumgeschnüffelt. Und zwar außerhalb der Desmond-Partition. Und als der Animus dich fand, verschob er dich wieder hierher. Er befolgt nur Befehle. Wie ein Absturzschutz. Er versucht, deinen Armkopf intakt zu halten. Ob du willst oder nicht. Und was genau machst du eigentlich hier? Spielen. Lernen. Warten. Vor allem warten. Ich lenke den Animus ab, so gut es geht. Für dich, damit du dich umsehen kannst. Ansonsten würde er dich jagen wie ein Virus und dich löschen. Oh, mein Schutzengel also. So etwas gibt es nicht. Ja, ich. Danke. Okay. Wir fangen also an, quasi an Dateien rumzuschnüffeln, wo wir eigentlich nichts zu suchen haben. Oh, ich bin's. Was ist los? Seid ihr am Flughafen? Ja, wir mieten einen Jet. Kommst du auch? Ja, ich bin bald da. Gut. Sie wurde schon begraben. Ich weiß. Auf einem kleinen Friedhof bei Rom. Ganz nett. Oh Gott, wie schnell so eine Scheiße passieren kann. Liegt Desmond noch auf Eis? Ja,
Wir messen sehr viel Hirnaktivität, aber ohne das Überwachungssystem können wir nichts aufzeichnen. Halt mich auf dem Laufenden, okay? Wir sehen uns bald. Ah, okay, das hier sind alles so Portale. 10, 15, dann wird das hier vielleicht das erste sein. Mit 5, wie kriege ich denn diese Fragmente? Wahrscheinlich muss ich wieder hier rein, wa? Liebe Schwester, Masyaf wurde von einer Horde Templer überrannt und ihr Motiv ist klar. Sie suchen die Geheimnisse, die in Altairs Bibliothek verborgen sind. Denn sie glauben, sie würden sie zu etwas führen, was sie den großen Tempel nennen. Ob wahr oder nicht, ich weiß, dass es die Bibliothek wirklich gibt. Ich habe ihre Tür gesehen, doch niemand kann sie öffnen. Nicht ohne die 5 Schlüssel, die vor fast 300 Jahren von Niccolo Polo nach Konstantinopel gebracht wurden. Claudia, ich muss diese Schlüssel finden. Einen fanden die Templer bereits, und ich weiß nicht, wie schwierig es sein wird, die restlichen aufzuspüren. Das wird sich mit etwas Glück und Geschick erst noch zeigen. Konstantinopel, Mai 1511. Ein prächtiger Anblick. Es ist längst nicht vollendet. Keine Stadt in Europa bietet ein solches Panorama. Nun, um genau zu sein, das ist Europa. Das ist Asien. Ah, einige Grenzen halten selbst den Osmanen stand. Nur wenige. Ihr seid italienisch allem Anschein nach, eure Kleidung jedoch nicht. Seid ihr schon lange auf Reisen? Si, da molto tempo. Ich verließ Roma vor 12 Monaten und suchte nach Inspiration. Diese Suche führte mich her. Als ich ein Kind war, sprach mein Vater oft über den Untergang von Konstantinopoli. Ihr meint sicher die Eroberung von Konstantinia. Ich schätze, der Ausgang einer jeden Geschichte hängt vom Standpunkt des Erzählers ab. Darin sind wir uns einig. Güzel, Konstantinia ist eine Stadt für alle Gemüter und Bekenntnisse. Für Schüler wie mich oder Reisende, so wie euch. Es wartet so viel Arbeit auf mich, aber es ist schön, zu Hause zu sein. Arbeit? In deinem Alter galt mein Interesse vor allem Salve. Ich bin überrascht, dass ihr überhaupt etwas schafftet. Genau wie meine Mutter. Es war ein Vergnügen, mit euch zu sprechen, Beefendi. Ich hoffe, ihr findet hier etwas, was euch interessiert. Das werde ich sicher. Yardim et belirmim, Efendim. Grazie, mein Junge. Ein Gelehrter und ein Edelmann. Ihr steckt voller Überraschungen. Nur wenige, mein Freund. Exig olmayin. Koschkelden Kardesim. Sollte die Legende wahr sein, seid ihr der Mann, nach dem ich suche. Der berühmte Meister und Mentor. Ezio Auditore de la la la. Prego. Vergebt mir. Ich habe Probleme mit diesem italienischen Kauderwelsch. Da Firenze. Dort wurde ich geboren. Ah, ja. Nun, nach eurem Brauch wäre ich wohl Yusuf Tazim da Istanbul. Gefällt mir. Istanbul? Noch ein Name für diese Stadt? Evet, der örtliche Favorit. Kommt, Mentor da Firenze. Ich führe euch herum.
Und das, meine Freunde, werden wir in der nächsten Aufnahmesession machen. Denn ich werde diese Aufnahmesession gleich beenden. Ich möchte nämlich heute noch ein paar andere Sachen aufnehmen. Das ist alles zeitlich so ein bisschen, ne? Man muss ja Dinge erledigen können, zeitlich. Deswegen, das machen wir beim nächsten Mal. Ich nehme jetzt hier noch das Türmchen ein. Ich wurde gerade von der Nachricht von meiner Mutter abgelenkt, die mir gerade eine WhatsApp-Nachricht geschickt hat. Mir ist ja leid. Aber man kennt das ja, ne? Mütter sind immer wichtiger als alles andere, glaube ich. Nee, nicht ganz, aber es hätte ja sein können, dass irgendwas ist, ne? Ach so, synchronisieren ist jetzt auch mit V. Da muss ich mich echt dran gewöhnen. Ich werde das eh bis zum nächsten Mal wieder vergessen. Ich weiß es. Ich weiß es so. Okay. Gut. Also, wie gesagt, das nächste Mal werden wir dann hier unseren Empfang quasi machen. Mit ihm hier. Er wartet hier schon auf uns. Und dann werden wir sehen, wo uns die Reise hier führt. Ich bin sehr gespannt und danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet bis jetzt schon ein bisschen Spaß. Also ich auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Aber wie gesagt, ich habe heute noch andere Sachen aufzunehmen. Und deswegen, außerdem ist die Folge hier wahrscheinlich eh vorbei. Vielleicht sogar ein bisschen länger. Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall, danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Vachilles. Tschüssi.